Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wieder mit meiner Mutter hinter der Kamera. Hallo, ich grüße euch. Mit meiner kleinen Schwester. Hallo. Diesmal auch mit meinem kleinen Bruder. Hallo. Und mit mir, mit meiner Cousine. Und heute wollen wir eine super leichte Früchtetorte machen. Und ich würde sagen, wir zählen dann sofort die Zutaten auf. Also ihr braucht 1,5 Teelöffel Backpulver, eine Packung Vanillenzucker, ein Ei, eine Prise Salz, 65 Gramm Zucker, 65 Gramm Margarine oder Butter und 150 Gramm Mehl. Und hier ist nochmal die Backform. Okay, und weil dieser Kuchen ja sehr, sehr einfach ist, vermengen wir... zeigen wir euch das nicht Schritt für Schritt, sondern... Wir vermengen alle Zutaten auf einmal. Und wenn wir alles vermengt haben, dann machen wir bei 150 Grad im Backofen. Wenn wir in circa 30 Minuten backen, bei 150 Grad. Genau, und dann geht's schon mal los. Während der Kuchen jetzt gerade im Ofen backt, machen wir den Pudding? Den Pudding, genau. Also ihr braucht dafür 200 Gramm Sahne. Schlagsahne. Ja. Wie viel waren das jetzt? 300 Milliliter Milch. 100 Gramm weiße Schokolade. Und eine ganze Packung Puddingpulver. Ja, Puddingpulver. Und wir haben eine Form, die ist Wir haben den Durchmesser von 29 cm und da war der Teig halt zu wenig, deshalb haben wir die doppelte Mengenangabe vom Teig gemacht. Genau, gemacht. Und wenn eure Form auch so groß ist, also ein Durchmesser von 29 cm hat, dann ist es doch empfehlenswerter, die doppelte Menge an Teig zu verwenden, weil unser Teig hat nicht gereicht, der war nur für die Hälfte von unserer Form da und deswegen am besten macht ihr die doppelte Menge. Während der Kuchen jetzt im Kühlschrank ist, bereiten wir den Tortenguss vor. Dafür benutzen wir jetzt von den Mandarinen das Wasser. Das Wasser, genau. Und zwar 250 Milliliter brauchen wir. Ihr könnt aber auch sonst, wenn ihr frische Früchte nehmt, zum Beispiel, also wir hatten jetzt nur Mandarinen, aber ihr könnt jetzt zum Beispiel sowas wie irgendwas halt nehmen, frisches Äpfel Obst zum Beispiel. Kiwi. Genau, dann könnt ihr für den Tortenguss. Genau. Für den Tortenguss könnt ihr ein verdünntes Saft benutzen. Verdünntes Oder Saft. Wasser geht auch. Oder Wasser geht auch, genau.
Jetzt ist alles fertig und jetzt muss er für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit die Glasur auch schön trocknen kann. Ja, und das war's auch mit diesem Video. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Mehrere Daumen nach oben. Okay, und abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Genau. Und dann sehen wir das nächste Mal wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.